Hallo und willkommen zurück bei Alex. So, ich habe nochmal geladen, gerade eben. Wir haben jetzt wieder die Punkte, die wir noch verteilen können. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie das war hier, ne? Genau, dann hier mal auf Int. Gerissenheit lasse ich jetzt erstmal. Das machen wir dann, wenn wir genug Punkte zusammen haben. Nachher brauche ich hier ein bisschen auf Konstitution. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal so. So, dann soll er uns nochmal was beibringen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Hier, technische Waffen. Kann ich nicht lernen. Warum kann ich das nicht lernen? Ich hab doch alles dafür. Kleriker 1 von 1? Hä? Ich verstehe es nicht. Energiekapazität der Stufe. Ja, komm. Okay, dann weiß ich jetzt auch nicht genau. Dann machen wir jetzt doch die Batterie. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier nicht lernen kann. So, und zeig mal deine Waren. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Was hat er denn hier so mächtiger Heiltrinker? Oh, der hat Heiltränke. Wir haben nicht genug. Anleitung, Ring der Vitalität. Haben wir aber schon. Haben wir auch schon. Anleitung Energiespeicher haben wir noch nicht. Wieso? Warte mal. Anleitung Heiltrank? Sowas haben wir doch, oder? Ich weiß nicht. Ich hol's mir einfach. Nein. Jetzt habe ich irgendwas Falsches gekauft. Handel zurücksetzen. Ne, doch. Guck mal. Er zeigt mir an, dass ich's hab. Jetzt so. Nee, hier. Anleitung richtiger Heiltrank. Zurücksetzen. Jetzt habe ich es. Hä? Verstehe ich nicht. So, Rüstung hat er nicht. Hier, ja, nee, dann lass mal gut sein. Hier den Bericht. Ich habe keine Ahnung, was das für Bericht ist. Ich gebe ihn den erstmal noch nicht. Nachher ist er der Falsche. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Pilgerreise. Also nicht Pilgerreise, aber hier unsere komische Kohlfahrt. Vorher könnten wir aber noch mit... Erstmal was essen. Ja, genau. Erstmal was essen könnten wir vorher. Ne, mit der Frau sprechen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich die finde. Ist das die in der Küche? Gucken wir mal. Ist doch hier, ne? Oder? Bist du das? Du benimmst dich hier besser. Ja, ja, ich benehme mich. Hä? Sag mal, sind wir nicht Freunde? Wer bist denn du überhaupt? Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Gut. Okay, sie hat hier auch noch. Handwerker. Tippel, was, was? Erhöht deine Handwerk. Werk. Wert. Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Aber das wäre endlich cool. Advokat. Ausgeglichen. Oh Gott, ich blick nicht durch. Es ist too much manchmal. Mit ihr müssen wir aber anscheinend nicht reden. Mit wem müssen wir denn reden? Martha, oder? Wo ist Martha? War das Martha? Hier hinten stand doch noch immer eine, oder? So, du bist nur Kleriker. Und du bist? Anna. Alles gut? Anna? Wie geht's Reparaturen der Roboter voran? Wie geht es mit der Reparatur der Roboter voran? Dank deiner Hilfe konnte ich den Fehler finden. Ich bin froh, dass nicht mehr Schaden entstanden ist. Das Problem war, dass die Owner-Routine den Parent Array nicht ordentlich abgefragt hat. Kannst du dir das vorstellen? Irgendein Idiot ist einfach hingegangen und hat einen zufälligen Owner ausgewählt. Da konnte es eben passieren, dass der Roboter versucht hat, den Boden vor meinen Füßen zu beschützen. Ja, weil er den Boden als Owner erkannt hat. Es ist ein Wunder, dass das nicht schon früher Probleme gemacht hat. Ja, der Boden ist der Besitzer des Roboters, natürlich. Ist kein Wunder, dass die alle durchdrehen. Fabrikwache? Wer bist du? Ich weiß nicht, wo die Frau ist.
Sehen wir die dann auf der Karte irgendwie? Rüstmeister. Falk. Siegfried. Hagen. Oh Gott, Hagen. Wollen wir mal zu Hagen gehen? Den haben wir ja... Da ist Martha. Den haben wir ja aus Versehen beschuldigt. Obwohl er es gar nicht war, ne? Martha ist, glaube ich, doch die in der Küche vorne. Wo ist denn Hagen? Ich möchte mich bei Hagen entschuldigen. Hagen? Siegfried. Hagen, wo bist du? Nee, Hagen müsste doch da auch drin sein. Nee, doch nicht. Da kommen wir gar nicht durch. Wie diese Dinger da rumbommeln bei mir. Hier müsste Hagen drin sein. Hagen, es tut mir leid. Zeig mir deine Ware und bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ich kann mich gar nicht entschuldigen. Alles klar. Okay, Nahkampfwaffe. Kann ich das lernen? Möchtest du Nahkampfwaffe? Warte mal, was macht die? Ausgerechnet Nahkampfschaden bei jeder Stufe. Ja, warum denn nicht? So, und dann gehen wir nochmal zur... wie hieß sie jetzt nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. Ah, das ist die, die hier vorne in der Suppenküche ist. Das ist Kampfschrei der Kleriker? Warum steht denn das da? Ach, Kampfmaschine, nicht Kampfschrei. So, sie hier, ne? Martha. Ich gratuliere dir. Schön, dass du dich uns angeschlossen hast. Hier, damit dir dein Einstieg als Akolyt etwas einfacher fällt. Hat mir einer der Händler zugesteckt. Und da ich das Zeug nicht mag, kannst du ja vielleicht etwas damit anfangen. Ja, danke, das kann ich nicht annehmen. Genau, ja, das kann ich nicht annehmen. Es ist Bier. Das kann ich nicht annehmen. Aber natürlich. Ihr Akolyten habt es schon schwer genug. Da kann es nicht schaden. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle zusehen, dass ich recht bald zum Legaten befördert werde. Sonst ist es gut möglich, dass du deine Entscheidung schnell rückgängig machen möchtest. Okay, ich brauche dich, um Legat zu werden. Hast du etwas zu essen für mich? Ja, hier, erzähl mal. Ich brauche dich, um Legat zu werden. Du brauchst nicht mich. Du brauchst lediglich eine Aufgabe, die beweist, dass du dich für uns einsetzt. Aber das lässt sich einrichten. Du könntest mir der Tradition gemäß beim Verteilen der Rationen behilflich sein. Ja, sollte mir nicht weiter schwerfallen. Sollen wir Essen austeilen? Echt jetzt? Sollte mir nicht weiter schwerfallen. Die Zubereitung der Rationen dauert allerdings noch ein paar Stunden. Komm einfach später wieder und nimm sie in Empfang. Ja, gib mir die Rationen. Ja, die sind ja noch nicht fertig. Hast du was zu essen für mich? Zeig mir deine Ware. Ende. Gut, dann machen wir erstmal unsere Pilgerfahrt. Kohlfahrt, Whateverfahrt. Und wenn wir mit der fertig sind, dann können wir ja Essen verteilen. Also er meint ja hier, der erste ist gleich hier vorne, ne? Und dann Richtung Südosten. Ich weiß es nicht mehr. Da die Dinger sind das ja. Vor dem Ding soll ich jetzt beten. Soll ich da reingehen? Ich hab Angst. Werde ich dann geprüft? Was soll ich jetzt hier machen? Ach da, beten. Beten und Spende, David? Nee, nur beten. Du fühlst dich gut. Ja. Ich fühle mich gut. Werden die mir denn angezeigt auf der Karte? Wenn ich die jetzt als Quest markiere? Hauptmission hier, Meldegänger, Finger weg, Glaubensfrage ist das bestimmt, oder? Nee. Gehorsam, Pflichtgefühl, da. Die Wallfahrt. Auf Karte markieren. Gut, dann zeig mal. dahin und dann zurück, ne? Machen wir das so.
Müssen wir jetzt eigentlich nur geradeaus laufen. Na denn los. Sag mal, Falk, hast du die damals auch gemacht? Ah. Da. Kräuter pflücken dürfen wir ja bestimmt nebenbei, ne? Hier waren irgendwo Asseln. Ich sehe sie gerade nicht. Echt, jetzt müssen wir hier einfach nur einmal im Kreis rennen? Ist das nicht irgendwie eine spannendere Aufgabe? Tja. Ja, machen wir halt so ein bisschen Sightseeing. Monster sind hier auch nicht mehr wirklich viele, ne? Die haben wir hier alle schon irgendwann mal platt gemacht. Hier liegen sie alle. Waren wir das? Weiß ich gar nicht. Nee, wir hätten die doch bestimmt gelootet. Irgendjemand oder irgendwas hat die platt gemacht. So, da ist der nächste. Oh. Akolyt tot. Wollte der auch so eine Wallfahrt machen? Alte Münze, aha. Passiert jetzt was, wenn ich hier bete? Du fühlst dich gut. Abgeschlossen, der zweite Schrein. Geht es auf jeden Fall besser als dem da. Was ist da drüben? Kommen wir da hin? Was ist Falk? Falk, du brennst! Interessiert ihn so gar nicht. Schau mal hier, schau mal. Ja, ja, ist ein bisschen heiß hier, ne? Ach, guck mal hier. Achso. Oh, ich will mal den hier jetzt nehmen. Können wir mal ein bisschen rumprobieren. Falk! Falk steht immer noch im Feuer. So, wie müssen wir denn jetzt als nächstes laufen? Oh. Warte mal, jetzt mit der neuen Waffe? Hey. Geht! Damage. Ah. Wie, keine Munition? Das Ding braucht Munition? Das muss mir doch jemand sagen. Ah, mein Gott! Hört auf! Könnt ihr nicht gegeneinander kämpfen? Ah! Ja, greift euch gegenseitig an. Nein. Falk! Ah, jetzt kämpfen wir. Nein. Ah, er geht nicht auf den anderen. Falk! Falk ist down. Das schaffe ich nicht. Ah! Das Knicken. Ich hab nicht mal Muni. Halt, ein Kampf! Warte mal, nimm mal hier einen Heiltrank. Bitte. Halt jetzt schon wieder down. Ah. Oh, Alter! Okay. Ja, ich wusste nicht, dass das Ding Munition verbraucht. Ich dachte, das ist irgendwie mit Psychkräften oder sowas. Ja. Hätte besser laufen können. Hab ja gespeichert. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir den mal in Ruhe und gehen da lang irgendwie. Das müsste dann diese Richtung sein. Hallo. So, schnell weg. Was ist das hier für ein Gebäude? Waren wir hier schon mal? Sieht auch so Klerikermäßig aus. Okay, hier liegen noch Sachen rum. Ah, oh, eine Truhe.
Das war wohl nichts. Das war wohl nichts, ne. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts, ne. Muss erstmal reinkommen wieder. Warte mal, die drei, den und so. Zu einfach. So, was gibt's? Scharnikerhemd, Brause und kleiner Energiespeicher. Okay, hier liegen auch noch Metallschrott. Da, da, da kommt noch was. Trockenfleisch und ein Messer. Ja, ist hier denn irgendwer? Es sieht aus wie ein Außenposten von uns, aber hier scheint keiner zu sein. Warum? Wurden die irgendwie überfallen? Es liegen ja auch keine Leichen hier. Warte mal, da lag noch was. Energy-Speicher. Und hier haben wir noch LSX. So, man konnte doch da irgendwo raufklettern. Hier. Gucken, vielleicht ist ja da oben jemand. Ne. Keiner da. Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter zum... Wir sind jetzt hier, da sollen wir hin. Können wir rein theoretisch auch eine Schnellreise machen, aber die machen wir nicht. Schnelle ich nicht, das mag ich nicht. Ich habe jetzt so lange ohne Schnellreise. Würde ich ganz gerne durchziehen. Ein Kampf! Ein Kampf! Ein Kampf! So. Mal speichern hier zwischendurch. Ja, den sollten wir vielleicht auch mal mitnehmen. Oder wollt ihr jetzt gerade kämpfen? Weiß nicht. Vielleicht lassen wir sie doch mal eben. Oh, hier kriegt auch schon wieder alles Mögliche rum, ne? Gönn die mal. Ja, guck mal, jetzt kämpfen sie da hinten. Halt! Aua! Aua! Oh, ich hab doch geblockt! What? Die hauen rein. Ekelfiehe. Ich wollte doch nur eine Kohlfahrt. Dann machen wir mal einen größeren Bogen. Pflücken lieber ein paar Blümchen. Das entspricht mehr so gerade meiner Motivation hier. Geht's nicht hier hin? Ja, ich glaube, das ist sogar die Straße, auf die wir müssten, ne? Und was futterst du da? Schön Schild einzugeben. Oh, 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 das war knapp. Genau, gönn dir mal. So, er hat hier noch ein bisschen an... Warte, guten Becher? Zigarette? Elektroschrott. Okay, den hat der hier vernascht. Oh, komm, wie schön das aussieht mit dem Sonnenuntergang hier. Ach, Falk. Wir haben schon so viel miteinander durchgemacht, ne? So, da bin ich schon wieder in eine Pfütze getreten. Ist der ganze Schuh wieder nass? Mann, ey. Waren wir hier schon? Boah, ich blick nicht mehr durch, wo wir waren und wo nicht, ne?
Ein Kampf! Ja, Fall! Hol ich aus! Tja! Vorsicht, da ist irgendwas am Boden. Will ich jetzt gerade nicht hin. Gibt's hier noch was? Sei hier so. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Ja, welche Lehren ziehen wir denn, Falk? Lässt du mich teilhaben an deinen Weisheiten? Nee. Will er nicht, macht er nicht. So, wo ist denn der nächste Schrein? Da oben drin, ne? Ruhig hier. Da ist der Schrein. Ach nee, die unbesiegbaren Banditen wieder, ne? Wir können es ja mal versuchen. Vielleicht klappt es diesmal. Jetzt mach keine Zicken. Her mit der Kuh. Verpiss dich. Verpiss du dich. Aber ich hab diese verfluchten Banditen. Hier müssen noch mehr von ihnen sein. Ja, die sind hier vor dir. Ja. Hey, er ist immer noch unbesiegbar. Steck die Beine. Was war's? Noch eine Bank gibt's nicht. Ey, die sind so buggy, ne? Guck mal, jetzt greift auch nur er mich an. Die anderen lassen ihn. Aber wir können ihm einfach nicht abdrehen. Er muss einfach keine Energie. Wir machen, was wir wollen. Wir den denn irgendwo hinlocken? In die Lava oder so? Falk! Lass ihn mal. Hat doch keinen Sinn. Ach komm, Falk. Komm, wir locken ihn da mal weg. Mal gucken. Da unten ist Lava. Ich würde ihn gerne in die Lava schmeißen. Das klappt. Komm, mein Freund. Wie du willst. Oder wir holen hier mal ein paar Leute dazu. Hey. Wie du willst. Komm, Falk, lass gut sein. Aua. Hier, vielleicht kann er ja gegen den hier kämpfen. Wie du willst. Jetzt geht's auf Falk, ne? Könnt ihr mal gegeneinander kämpfen? Schauen wir uns jetzt einfach mal. Falk. Aber er schlägt sich gut, ne? Unser Falk. Oh. Ah ja, jetzt kämpfen wir gegeneinander. Weiß nicht, vielleicht zieht das Vieh in mehr Wasser. Immer nur den Skeks als Fokus. Nee, dich will ich doch gar nicht. Den da will ich. Nee, Bandit hat immer noch volle Energie. Okay, aber vielleicht können wir die hier einfach gerade mal kämpfen lassen und gehen jetzt nach oben, machen die anderen platt. Warte mal, dann speichere ich jetzt hier mal, aber nicht schnell speicher, sondern einfach mal einen neuen. Neu, ja bitte. Spielstand 1 ist okay.
Wird jetzt ein bisschen längere Runde, aber ich würde es ganz gerne mal ausprobieren, dass wir den da oben wenigstens retten können, unseren Kollegen. So, hier. Wie ist die anderen nicht interessiert? Ach, jetzt doch, ja. So, keine Ahnung, wo Falk gerade ist. So, jetzt haben wir schon mal die Banditen. Weil der Anführer jetzt weg ist, weißt du? Wenn die buggy sind, dann mach ich es auch. So, alles gut? Diese verfluchten Banditen. Hier müssen noch mehr von ihnen sein. Okay, da unten rennt noch irgendwer. Wer rennt denn da unten? Ach, das ist er wieder. Er kämpft immer noch. Hat er denn mittlerweile was verloren? Kriegen wir ihn doch irgendwie in die Lava. Jetzt kämpfen wir hier auch noch zusammen. Nimm das Ding runter. Hä? Okay, jetzt sind wir keine Feinde mehr. Ich hab gesagt, verpiss dich. Der ist so. Keine Ahnung. Naja, egal, jetzt haben wir seine ganzen Leute umgebracht. Ich verstehe es nicht. Ich hab's damals schon nicht verstanden. So, wir beten jetzt hier. Nehmen noch ein Geldbündel mit. Trockenfleisch. So, einmal beten. Wir können ja mal eben warten, was passiert, wenn er jetzt kommt. Ne, Falk? Ich meine, wir sind zu dritt, der ist alleine. Den sollten wir easy kriegen. Wenn er nicht cheaten würde. So, was macht ihr jetzt? Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich sage die Wahrheit. Du hast es nicht anders gewollt. Ich greife an. Man kriegt ihn einfach nicht. Er bleibt unendlich, ungefähr. Er wird sterben, ne? Gut, lassen wir die beiden einfach mal kämpfen. Vielleicht kämpfen sie auch bis in die Unendlichkeit. Und noch viel, viel weiter. Ich mische mich da jetzt nicht mehr ein. So, Falk. Falk ist auch am Start. Supi. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt nochmal eine Pause und dann besuchen wir den letzten Schrein. Das ist nämlich der letzte Schrei. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Ob wir dann eine Prüfung kriegen oder nicht. Vielleicht ein bisschen in Sicherheit hier mal eben bringen. Hier sieht's gut aus. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn. Bye, bye. Thank you.